gewusst? Queen verliebte sich mit 13 Jahren in Prinz Philipp. Liebe auf den ersten Blick. Klingt nach einem Märchen, ist im Fall von Queen Elizabeth II allerdings Realität. Seit über 70 Jahren ist die britische Monarchin mit Prinz Philipp, 97, verheiratet. Verliebt hat sich die Mutter von Prinz Charles, 69, allerdings schon sehr viel früher in ihren Mann. Im zarten Teenageralter haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Besonders um das heutige Oberhaupt der Royal Family war es sofort geschehen. Bei einem Besuch des Royal Naval College in Dartmouth traf Elizabeth auf Philipp, ihren Cousin dritten Grades. Die damals 13-jährige Thronfolgerin verliebte sich Hals über Kopf in den 5 Jahre älteren von Dänemark und Griechenland. Allerdings stand ihre Liebe unter keinem guten Stern. 1. Für das britische Königshaus war Philipp aus 2 Gründen ein Dorn im Auge. Zum einen hatte er kaum Vermögen und zum anderen waren seine Schwestern mit deutschen Adligen verheiratet, die als klare Anhänger des Nationalsozialismus galten. Nachdem der Oberleutnant für seine Frau in Spedern jedoch auf seinen griechischen und dänischen Titel verzichtet hat und vom griechisch-orthodoxen Glauben zum Anglikanismus konvertiert ist, stand einer royalen Liebesheirat nichts mehr im Wege. Ein Jahr nach der Verlobung gaben sich die damals 21-jährige Elizabeth und der 25-jährige Philipp am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London das Jawort.